Hallöchen, Popöchen, und willkommen zurück zum Let's Play von Prey. Wir waren auf dem Weg zu Alex Yu's Büro, also in die Richtung auf jeden Fall, sind die jetzt erstmal... Okay. Na klar, da ist schon wieder einer. Das ist ein Albtraum, ne? Ja, ja, ich sehe schon. Ich habe ja auch keine anderen Hobbys, ne? Also. Ich bin noch gar nicht gescannt, fällt mir gerade auf, ne? Nee, komm, hör mal auf eben. Als Pop. Alter, meine Ohren! Ich bin ja panisch bei dem Geräusch. Als ob. Gut, der kriegt hier immer rein und raus. Wow! Alter, oh mein Gott. Oh mein Gott. Leute, ich hatte meine Lautstärke von meinem Headset auf ultimativ laut. Wirklich auf ultimativ laut. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie laut das war. Ich kann nicht mehr nachladen. Okay, warum auch immer. Mehr nachladen. Puh, also... Alter, wie gruselig, wenn er da durchgeht. Alter, durch so eine Tür. Hat der doch vorher auch nicht gepasst. Beim dicken Arsch. Oh. So. Okay. Ich schaue mir meine Ziele jetzt einmal an. Ich stehe jetzt hier... Hä, warum geht meine Tastatur nicht mehr? Warum? Kann nichts drücken. Ich speichere jetzt einmal. Da muss ich wohl wieder mal laden. Da steckt es wohl da fest. Aber das geht ja immer ganz schnell. So, können wir jetzt auch wieder nachladen? Natürlich. So, O geht auch wieder. So. Alex Zündschlüssel. Aktiviere Grant, so, Datenzentrale, genau, das machen wir in Arboretum, Datenzentrale, Jux, die Dinger haben wir nicht, hol dir die entschlüsselte Transcript-Nachricht, okay, ich sollte vielleicht mal alle meine Transcripts hören. Haben wir doch schon gehört. Will es nicht hören, lass das. Das ist ernst. Ernst und hypothetisch? Verdammt, ich bin ganz Ohr. Angenommen, sie würden was entdecken. Was unglaublich Hinterhältiges. Das haben wir schon gehabt. Lebensbedrohliches. Etwas, das alle wissen sollten. Ich weiß nicht, eine E-Mail schicken, die Sicherheitsleute rufen. Aber es muss anonym sein. Scheiße, Manny. Was haben Sie getan? Ich habe nichts getan. Noch nicht. Okay, rein hypothetisch würde ich meinen nackten Arsch raus auf diese schwebende Werbetafel projizieren und können eine an die Shuttle Docks leuchten lassen. Keine schlechte Idee. Danke, Matthew. Und nur fürs Protokoll. Ihr Hintern hängt. Ist doch egal. Bums. So, nächste Nachricht. Ich bin's, Mariana. Ich komme nicht rein. Und die Luftschleuse am Kraftwerk ist irgendwie. Wo will ich denn? Da muss ich hin. Ist da noch was? Ich habe was gesehen, als ich die Sauerstoffstation überprüft habe. Eine eiförmige Masse. So groß wie ein LKW. Schwer zu sagen, weil ich nur den Umriss sehen konnte. Ich meine, vielleicht waren das nur Trümmer oder lose Rohre. Keine Ahnung. Aber ich hatte eine Heidenangst. Gott. Ich muss einfach durchatmen.
Ich melde mich wieder. So, kann ich mir hier in meinen Daten meine Audio-Logs, kann ich hier sehen, welche ich noch nicht gehört habe? Nee, ne? E-Mail-Pläne, Forschung. Okay, das sind so Sachen, die... Ja. Forschung, Statistik, Pläne, Zugangsdaten, Audio-Logs, E-Mail-Notizen. Ich weiß es doch auch nicht. Ich weiß es doch auch nicht, tatsächlich. Es macht mich auch ein bisschen kirre. Weil ich auch einfach nicht weiß, wie ich damit umgehen soll. Also, wäre es halt was Echtes, ja? Dann könnte ich das einfach so handhaben, wie ich das möchte. Weil ich kann dann einfach sagen, ich mach dies, mach das. Aber da ich einfach jetzt hier auch keine Ahnung habe, wo ich hin soll... Oder was das für mich bedeutet, ist ja... Das verwirrt mich dann einfach. Was soll man dann auch groß machen? Man kann ja nicht viel machen, außer... suchen oder diesen Pfeilen zu folgen. Und wir nähern uns ja tatsächlich dem Ende vom Spiel. Aber ich möchte die Sachen halt wirklich gemacht haben gerne. Wirklich gemacht haben, also... Naja, wir müssen schauen. So. Das Geschütz ballert auf... Alter... Habe ich doch schon so Lappen. Vertreter aus der Personalabteilung möchten Sie daran erinnern, ihn sofort zu kontaktieren, sollten sich Ihre persönlichen Daten seit der letzten Abrechnung geändert haben. Sein Büro liegt auf der zweiten Ebene der Lobby. Kein Problem. Das war ja wohl mal kein Problem. So, also, ich würde jetzt behaupten, wir gehen jetzt erstmal da unten zu dem Fabrikator. Dann hören wir uns die Geschichte von Alex an. Dann würde ich sagen, Alter, wie hoch der hüpft. Dann würde ich behaupten, wir... Ja, warte mal. Noch weg und das kann noch weg. Dann würde ich behaupten, wir versuchen noch mal ein, zwei Ziele zu erreichen und vielleicht kann ich dann ja mal nach den Schatzkarten googeln, wie das genau funktioniert und dann können wir uns damit selbst befassen, weil mit den Schatzkarten, das habe ich einfach gar nicht verstanden. Natürlich weiß ich, ne, guckst du einfach auf eine Map und weißt dann hier und da musst du hin. Ein Millimeter. Ist jetzt tot. Diese Fähigkeiten dürfen nicht verloren gehen. Das ist alles, was von Ihnen bleibt. Bitte morgen. Ich wäre dankbar, wenn Sie... Ich schicke Ihnen eine Audiodatei, die den Tresor in meinem Raum öffnet. Sie können sie mit Ihrem Transcribe wiedergeben. Das ist toll. Wir haben jetzt eine wunderschöne... Okay, wir haben jetzt eine wunderschöne Audiodatei. Ich komme mich hier erst nochmal um, bevor mich hier noch was überrascht jetzt gleich. Alter, dieses Geflinkel nervt etwas. Da müssen wir nicht hin. Wo geht's denn hier hin nochmal? Die Brücke. Brücke ist da nicht unten. Da oben hin zu Alexios Büro. So, das ist hier, ne? Also. Bulls Büro ist unten in der Brücke, also da müssen wir auch noch hin. Oh, ich bin gespannt. Hören wir uns das mal an. Keine Sorge, das ist kein Trick. Nur ein Geschenk deines großen Bruders.
etwas gebraucht, um sie zu finden. Jemand wollte sie vor dir verbergen. Mein Computer. Noch ein Video. Sieh es dir an, dann reden wir weiter. Ich schicke dir das Passwort, falls du dich nicht schon reingehackt hast. Ach. Ja, Entschuldigung, Brücke ausfahren. Oh. Wir haben in der Psychotronik nicht auf die Computer nach den Schlüsselkarten geguckt. Das haben wir noch vergessen. Aber egal. So. Abspielen. Oh. Ich heiße Morgan Yu. Jahr 2035. Ich bin auf der Forschungsstation Talos 1. Was noch? Warum nehmen wir das nochmal auf? Stimmt. Mein großer Bruder ist paranoid. Die Psychometriedaten zeigen signifikante Unterschiede in Persönlichkeitsmustern zwischen den Testläufen der neuen Neuromods. Von mir aus. Ich fühle mich wieder wie ich selbst. Ich meine, schau's dir an. Das ist es, Alex. Geschafft. Noch kannst du dich freuen. Gleich ist alles weg, wenn wir die Neuromods entfernen und alles zurücksetzen. Ich weiß. Auch meine Erinnerung. Geht eben nur so. Reden wir über das Backup. Also, die Typhon-Organismen haben eine komplexe Struktur entwickelt. Material unbekannt, Zweck ebenso. Ich schätze, es ist eine Art Nervensystem, aber ein externes. Wir warten noch auf die Analyse. Bis dahin habe ich Alex den Entwurf für ein Gerät gezeigt, das es aufhalten könnte, sollte es ausbrechen. Alex sollte nur endlich mal zustimmen. Als ob alles dein Verdienst wäre. Was, wenn es nicht klappt? Es klappt schon, glaub mir. Was sollten wir sonst tun? Alles hochjagen? Rettet uns nicht. Und wenn es doch klappt? Ist es das wert? Die Leute nach uns werden schlauer sein. Und stärker. Unsterblich. Sollen die uns verurteilen? Ihnen wird klar sein, dass sie nur dank uns existieren. Bereit. Los. Was ich getan habe, hast du mir aufgetragen. Ich dachte, du glaubst mir erst, wenn du es aus deinem eigenen Mund gehört hast. Die Tests, sie haben dich verändert. Zuerst nur wenig. Aber nach und nach hast du deine Erinnerung verloren. Ich habe dich nicht mehr wiedererkannt. Ich will nur meinen Bruder zurück und zu Ende bringen, was wir angefangen haben. Das Gerät, das du erwähnt hast, es ist eine fortgeschrittene Version der Nullwelle. Es ist die einzige Möglichkeit, die Typhon aufzuhalten, ohne unsere gesamte Arbeit zu vernichten. Es fehlen nur noch ein paar Messdaten von der Koralle. Dann können wir es vollenden. Hilf mir, es zu Ende zu bringen, Morgan. Und dann kriegst du meinen Zündschlüssel. Ich glaube zwar nicht mehr, dass du ihn noch benutzen willst, aber du kannst ihn haben. Auf meinem Schreibtisch liegt ein Chipsatz für dich. Du musst dein Psychoskop verbessern, um die Koralle scannen zu können. Ich schicke dir die zu scannenden Orte. Ha? Warum kann ich die eigentlich hier nicht verbessern? Noch mehr reintun. Ja, dann weg damit. Meine Rohrzange bleibt, wo sie ist. Korallendetektor. Das ist wahrscheinlich ein Neuromod hier, ne? Energie. Ah, hier, nee, hier wird das sein, ne? Ja, hier. Ja. Muss tatsächlich noch aktivieren. So, passen nochmal zwei rein. Erhöht den Schaden aller Psy-Angriffe. Ja, den Tempos rennen, Mimi-Detektor gehen. Wuchtschild. Okay.
Okay, alles klar. Wir sollen also die Koralle scannen, ja. Ach Gottchen. So. Ich werde jetzt einen großen Speicherstand erstellen, weil ich das jetzt hier einfach mal teste. Die speichern. So. Wird gespeichert. Morgen. Nicht. Ich bin nur ein schwaches Abbild von Ihnen und weiß, dass wir die Talos 1 nicht verlassen sollten. Wenn Sie jetzt gehen, zögern Sie das Unvermeidliche nur hinaus. Was wird wohl das nächste Ziel der Typhon? Okay, ich mach's jetzt einfach mal, damit wir das Ende hier sehen. Morgen. Ich verstehe nicht, woher du die Startschlüsselkarte für die Fluchtkapsel hast. Von allen Möglichkeiten, wie die Tests sich verändert haben könnten, habe ich diese am wenigsten erwartet. Du gehst einfach. Ich gehe einfach, ja. Morgen. Dieses Video war... Ich überprüfe immer noch meine Anweisungen. Aber wenn der Scan der Koralle Ihnen Zugang zu Alex Zündschlüssel verschafft, ist es vielleicht am besten. Eventuell bestärkt Sie das Wissen über den Zweck der Koralle in Ihrer Entscheidung, die Talos 1 zu zerstören. Seien Sie vorsichtig. Uns läuft die Zeit davon. Wir machen es jetzt einfach. Dafür haben wir es getan. Versagt. Es ist ein Misserfolg. Nochmal. Okay. Okay, ja. Wir haben... Hä? Wir sind geflohen. Und es war ein Misserfolg. So, ich hau die Kacke jetzt trotzdem hier rein. Schwaches Abbild von Ihnen und weiß, dass wir die Talos 1 nicht verlassen sollten. Wenn Sie jetzt gehen, zögern Sie das Unvermeidliche nur hinaus. Was wird wohl das nächste Ziel der Typhon? So, ich muss jetzt selber erstmal schauen, wo ich hin will, genau. Deep Storage. Leitner Connect. Cooles Büro. Hier ist alle Gold. Ich überprüfe immer noch meine Anweisung. Weber. Ja gut, die Körperteile nehme ich mit. Bam, Junge. Hä? Ellie Goulding habe ich gekillt. Tut mir leid. So, warte mal. Ich will jetzt in dieses scheiß Büro da. Cooles Büro. Wo muss ich denn jetzt hin? Jetzt. Oh, ich werde hier. Wo muss ich hier hin? Jetzt mal hier runter eben. Ja, hier geht's nur zur Dingszentrale, zur Datenzentrale, genau. Oh, ich bin so verwirrt, so viele Wege. Und tatsächlich, normalerweise bin ich in sowas richtig gut, ne? Jetzt hier hin? Richtung zur Brücke. Auf der Brücke waren wir auch noch nicht, oder?
Auf der Brücke waren wir tatsächlich auch noch nicht. Inspektion läuft. Ihre Anzugsintegrität wurde beschädigt. Lassen Sie mich das reparieren. Reparatur abgeschlossen. Wollen wir uns das angucken? Operator nähert sich. Auf der Brücke waren wir auch noch nicht. Ein Riesending scheinbar. Gut, merken wir uns auf jeden Fall. Gehen wir nochmal hin. Ich möchte da gerne durch. Du musst einmal auf Seite gehen. Ich beschädige dich nicht. Steh mir einfach nicht im Weg rum. Lappen. Bewege mich. Aber wo ist Kohls Büro? Aua. Ist ab sofort möglich. Gehen Sie bitte zur Rezeption der Besatzungsquartiere und wenden ich Sie sich muss an Gale. Wissen, wo Kohls Büro war. Da. Da ist doch der Aufzug, oder? Jetzt, ich verstehe gar nichts mehr. So, warte mal. Was willst du jetzt von mir? Du doofes Ding. Ehrlich, du machst mich irre. Wo bin ich? Ich bin im Arboretum. Arboretum. Da. Hol dir Alex Zündschlüssel. 4 von der Talos 1. Okay. Das sind die Ziele, die wir hier haben. Hier, man kann hier auch durchschalten und gucken. So, wir gehen jetzt in die Datenzentrale. Wir gehen jetzt erstmal in die Besatzungsstadt. Ja, wir holen für den Typen die... Hallo, reparier das mal. Das tut mir weh. Danke. So, wir holen jetzt für den Typen aus dem Besatzungsquartier was. Oh. EMP, EMP, EMP. Nicht mitgerechnet, hä? Huh? Oh. Ich hab den gerade mit dem Bolzenwerfer abgeschossen. Wem das wehgetan hat. So. Gut. Dann schauen wir. Oh, den muss ich nochmal scannen. Forschung abgeschlossen. Oh. Hallo, schön Sie zu sehen. Schön auch dich zu sehen. Guck mal, du kannst mich mal heilen. Du bist doch super zum Heilen. Diagnostiziere oberflächliche Verletzungen. Nichts, okay. Was ein Medkit nicht heilen kann. Hallo. Sie werden sich bald wieder besser fühlen. Dann holen wir hier den Kram mal raus, den wir noch holen sollen. Frage. Stelle. Wenn ich jetzt gleich hier wieder rausgehe und wieder ins Arboretum gehe, sind da wieder neue Gegner, weil irgendwann geht mir ja auch die Munition aus, ne? Und gibt hier nicht unendlich Material zum Zerlegen. Ich nehme ja schon alles mit, was ich finde. So, Leute. Wir machen jetzt große Folgen. Wir machen jetzt Folgen von einer halben Stunde. Einfach damit wir ein bisschen mehr. Oh, da ist was hochgeflutscht. Damit wir ein bisschen mehr Zeit und Material wegbekommen. So. Junge! Hätte ich einfach kaputt gemacht, ha? Huh? Aber da geht's lang. Ein Ätherphantom. Geht der mit dem Rücken zu mir? Nein. Bam, bam. Den haben wir es gegeben. So. Da müssen wir lang. Guck mal, oh. Nee, achso, es war grün, deswegen dachte ich. Waren wir hier drin? Hier, ne?
dann. War der das? Das ist hier das Büro. Oder vielleicht doch das daneben und wir haben hier was übersehen. Bin verwirrt. Wessen Büro sollen wir denn? Igwe, ja doch, Igwe wollte das von mir. Ja, wie spiele ich die denn ab? Jetzt O. O. Auf O bitte. Daten. Audiologs. Aha. Habe ich. Das Schloss wurde mit Leitners erstem Konzerto gesichert. Da hat Maya ihn zum ersten Mal gehört und wir... Ich fühlte mich klein angesichts seines Könnens. Ich kann es jetzt auch spielen. Dank einer Neuromod. Aber nur in meinem Kopf. Sie haben die Neuromod eines Gastes benutzt? Ich habe die Neuralscans kopiert. Auf meinem Transcribe versteckt. Meine eigenen Mods hergestellt. Ich bin nicht stolz darauf. Aber jetzt bin ich froh darüber. Okay, das haben wir geschafft. Dann gehen wir jetzt in die Datenzentrale. Da müssen wir wieder für ins Arboretum. Das haben wir also geholt. Dann gehen wir jetzt in die Datenzentrale, kümmern uns da um den Rest. Dann gehen wir in die Goods. Und dann müssen wir nur noch diese Sachen scannen. Ich weiß aber auch nicht, wo wir das scannen müssen. Also, habe ich eine Liste bekommen oder so? Schauen wir gleich nochmal auf M. Also auf der Map. M steht für Map. Map. Map, Map. So. Tab. So, okay. Wo findet Josh Dalton? Also, ich habe jetzt keine Liste, wo ich. Öffne den Zugang zum Blabla. Eine Koralle im Außenbereich, okay. Shuttle Dock, da waren wir noch gar nicht drin, siehst du? Okay, wir sollten im Außenbereich, sollen wir was rennen. Dann sind wir hier drin jetzt erstmal sicher und können das hier in Ruhe machen. Gut. Okay. Oh, hier ist ein Korallenknoten. Die habe ich doch gerade erst repariert. Das sind tatsächlich wieder neue Gegner, ne? Achso, hier ist der Weg für den Korallenknoten. Hier ist hier draußen, ne? Ja, ja, okay. Mhm. So, aber wir sollen ja eh zur Datenzentrale. Deswegen sind wir hier richtig. Ach, ich bin ja echt, also. Wie gesagt, ich weiß einfach nicht, wo das jetzt hinführt. Ich habe ganz andere Sachen vermutet hier zu unserem Charakter. Und wegen, dass er vielleicht schizophren ist und sich was einbildet und von Schizophrenie bis zu tatsächlich, ob wir vielleicht der Böse sind. So. Morgen, hier spricht Igwe. Ich bin mal kurz draußen. Miss Ilyushins Vater, Andronov, der Kosmonaut. Er war hier, das weiß ich. Es gibt bestimmt Protokolle und Aufzeichnungen in der Datenzentrale. Morgen. Sie wissen bereits, was mit ihm geschehen ist. Sie haben nur vergessen, was sie getan haben. Miss Ilyushin
tun Sie, was zu tun ist. Aber wenn die Aufzeichnungen fort sind oder wegen der Schäden an der Station vernichtet, wäre das besser so. Gut. Ich will trotzdem wissen, was ich getan habe. Ihr Anzug ist etwas mitgenommen. Ich repariere das. Reparatur abgeschlossen. Bewege mich. Wir haben die Tracking-Armbänder auf O. Und zwar der eine 1129. Wird aktiviert. Gut. Und der andere, also den haben wir jetzt, ja. Der andere ist da an dem Terminal zu finden. Aber warte mal, ist hier. Operator nähert sich. Kann hier jetzt nicht. Die Leute kann ich nicht sehen. So, ich habe wieder eine wunderschöne Nachricht bekommen. Oh, meine Frau hat mir eine Nachricht geschrieben. Ich liebe dich. Und ich liebe dich ja auch. Sie haben gewählt, Testsubjekt, Volontär, bla bla bla. Die Übertragung dieser Datei stellt eine Verletzung der Transfer-Informations. Initiiere Experiment 29, Variante C. Proband V01065532. Proband 32 ist in der Kammer. Psychoskope aktivieren. Haben Sie Familie? Typhon Kakoplasmus bereitmachen. Ich habe eine Tochter. Wurde ihr weggenommen. Ich sollte sie wiedersehen. Ich habe alles unterschrieben. Jetzt Konzentration, bitte. Ihre Familie. Sie müssen sie sehr hassen. Ich höre es in ihren Stimmen. Vitalparameter. 32 zeigt Anzeichen von Stress. Cortisol und Puls erhöht. Transpiration. Noch nicht im roten Bereich. Sehen Sie mich an. Den Mann, den Sie umbringen. Mimik ist in der Röhre. Erlaubnis fortzufahren? Morgen? Sie bringen uns beide um. Freilassen. Exemplar Typhon Kakoplasmus ist in Kammer mit Proband 32. Okay. Also wir haben... Ich will dich nicht beunruhigen, aber es gab einen Start von der Argus-Plattform. Der Vorstand hat von der Situation hier Wind bekommen. Das war wohl unvermeidbar, obwohl ich alles versucht habe. Darum müssen wir schnell und entschlossen handeln. Sie wollen es uns aus der Hand reißen morgen. Ich übertrage die Datei. Übertrage sie. Übertragung läuft. Lädt herunter. Danke, Morgan. Vielen Dank. Ich kann's einfach nicht glauben. Ich warte auf Sie, bevor ich es mir anhöre. Seien Sie vorsichtig, Morgan. Hör's dir lieber einfach an. Da will ich, glaube ich, nicht dabei sein. Das ist, naja. Aber wir haben auch nicht mehr viel. Wir haben nur noch die Guts jetzt, ne? Arboretum. Ne, den Zündschlüssel holen, das geht aber noch nicht. Josh Dalton sollen wir finden. Und wie hieß denn? Rand Lockwood. Ah, okay. Rand Lockwood ist draußen. Brauche aber ein Terminal, wo ich die Mitarbeiter mit scannen kann. Hier vielleicht irgendeins? Ne, ich brauche einen Mitarbeiter, so ein Scan-Terminal. Bewege mich. Damit ich den Typen finden kann. Ah, da in der Sicherheitszentrale bestimmt.
diagnostiziere. Sie hatten wohl einen harten Tag. Entspannen Sie sich. Kaputt? Gut wie neu. Füllen Sie bitte einen Patientenfragebogen aus, damit ich Ihnen beim nächsten Mal besser helfen kann. Lockwood. Okay, wo könnte ich den denn jetzt finden? Lockwood. Der ist ja draußen, ne? Also. Wo soll ich den denn finden? Das ist doch viel zu viel hier. Kann ich nicht einfach eine Suche machen? So, warte mal. Datenzentrale. Der Typ hieß. Bevor ich jetzt wirklich Scheiße baue. Tab. Außenbereich. Grant Lockwood. Nicht Flint, sondern Grant. Behinderte Affe. So, der ist schon mal nicht hierbei. Lebenserhaltung. Wir sind gerade. Egal. So, Grant. Nicht dabei. Auch nicht. Grant Lockwood. Da wollen wir doch finden. So, wir müssen ja zum Außenbereich. Dann können wir das ja jetzt machen. So. Ging's doch auch direkt nach draußen, oder? Warte mal. Hier hinterhalten, ne? Genau. Dann machen wir das jetzt. Wir gehen jetzt nach draußen, scannen das Ding. Dann suchen wir noch den Grant Lockwood. Und dann haben wir nur noch einen in den Guts. Dann gibt es aber noch die Brücke, wo wir noch nicht waren. Und die Shuttlebucht, in der wir auch noch nicht waren. All das gibt es noch zu entdecken. So, wir sind jetzt bei 40 Minuten. Ich wollte bei 30 Minuten schon aufhören. Deswegen merke ich jetzt gerade mal, ich mache jetzt den Cut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Daumen hoch, kommentieren, abonnieren nicht vergessen. Dann sehen wir uns im nächsten Video, wenn es dann wieder heißt Let's Play Prey. Haust rein. Ciao, ciao.